Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Star Wars The Old Republic. So, in der letzten Folge hatten wir ja die Vision gehabt. Der Buddy wird mal ein bisschen Young Ballett oder sonst irgendwas machen, weil ich häng schon wieder hinterher, weil ich wieder nicht zum Aufnehmen gekommen bin. Nee, stimmt nicht. Ich hatte einfach mal wieder nicht wirklich die Lust. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin, sag mal? Wir müssen hier hin. Was ist das andere? Ach ja, warte mal, sprich mit. Benutze Holo-Terminal. Okay, wir sind ja so fast durch hier. Warte mal, wo muss ich jetzt hin? Wir müssen nach hier unten. Dahin. Dann gucken wir mal, was wir jetzt hier. Eigentlich dürfen wir jetzt hier nicht mehr haben. So, wirklich? Ne, warte mal. Hä? Habe die falsche Taste gedrückt. Ich muss erstmal wieder. Also, so dolle raus war ich noch nie. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge ab. Ich spiele in letzter Zeit entweder Sie viel sind mit dem. einsatzbereit. Schon Kehren Sie auf wieder. Ihren Posten zurück. Ich spiele in letzter Zeit viel mit Controller oder wenn ich jetzt, wie jetzt, habe ich Diablo 3 gezockt, die neue Season. Und da habe ich die Tastatur und da habe ich die Tasten 1 bis 4 gebraucht, mehr nicht. Fremdlinge, ich habe schon auf euch gewartet. Ich habe eine dringende Botschaft. Einen Augenblick. Ich bin Peftak Fra von den Kommandosoldaten bei Gormakos. Die Mystiker haben gesehen, wie ihr die Gormaks besiegt habt. Der Zeitpunkt ist gekommen. Die Kanone der Gormaks wird bald fertiggestellt sein. Sie werden Voskar zerstören. Wie sind die Gormaks an eine derartige Waffe gelangt? Die Gormaks haben jahrelang hart gearbeitet. Wir haben sie unterschätzt. Die Kanone ist auf Voskar gerichtet. Die Gormaks rücken vor. Die Kommandosoldaten werden die Invasion aufhalten. Ihr haltet die Kanone auf. So springt niemand mit mir um. Ich bin doch kein Droide. Die Mystiker haben es gesehen. Die Kanone ernährt sich von Energie. Wir werden sie aushungern. Die Generatoren befinden sich in Gormakos. Edan Djé wird euch Anweisungen geben. Diese Ladungen werden mit den Generatoren verbunden. Die Kommandosoldaten haben in der Nähe einen Detonator versteckt. Platziert die Ladungen, aktiviert den Detonator. Dann wird die Kanone der Gormax schweigen. Ihr könntet wenigstens bitte sagen. Dafür ist keine Zeit. Voskar muss überleben. Beeilt euch! Ich habe mal eine Frage. Ich sag mal, die Mystiker haben das gesehen. Jetzt ist ja die Frage. Müssen bis da runter. Ist ja die Frage, was ist denn, wenn ich einfach abhaue? Was machen die denn? Jetzt stehen sie denn alle da und sagen, aber die Mystiker haben doch gesagt, die haben die gesehen. Wisst ihr, was ich meine? Was ist denn mit der Bande hier? Ja, wie gesagt, warum habe ich denn nicht die Wahl, einfach so sagen, ach nee, ich hätte ja ablehnen können. Stimmt. Aber dann stimmt ja. Vor allen Dingen ein Fremder rettet die. Warum sind wir die Fremden? Hier sind überall Fremde. Jetzt sind die nicht gerade die Viecher hier, aber wo ist denn meine Maus jetzt hier? Ach hier. Ich muss aber meine Maus ein bisschen im Auge behalten. Ah, furchtbar, ey. Das ist, ey. Nee. Wie gesagt, was ist denn, wenn ich hier abhaue? Ich fand das so gut. Sie haben so eine so große Kanone. Befehle, Befehle, Befehle. Keine Zeit für Bitte sagen. Er hätte wenigstens. Alleine der Satz
Keine Zeit dafür. Dauert länger als bitte. Es ist... Puh. Trotz hätten wir schon. Wir haben ja jetzt zugesagt, wir fahren einfach weg. Wir lösen die einfach auf. Haben sie Pech, ja. Können wir wissen, vor allen Dingen, wenn du in 100 Jahren hier, weißt du, wenn meine Charakterin hier einen langen grauen Bart hat, wir würden zurückkehren, wäre die Kanone immer noch nicht abgefeuert worden. Oh Gott. Ja, der Buddy war schon wieder aufnehmen faul. Eigentlich hatte ich so letztes Wochenende oder da hatte ich dann vor der Woche hatte ich dann noch aufgenommen, ihr habt die Folgen, die mir jetzt für die Woche gefehlt hatten. So, und dann habe ich so gedacht, oh, eine Woche bist du ja noch zu Hause. Kannst du ja aufnehmen. Ja, natürlich. Was macht er? Er lässt sie wieder von Streamern einlullen und fängt mit Diablo an. Und was ist passiert? Ich habe seit 4-5 Tagen nicht länger als 6 Stunden geschlafen. Und 6 Stunden waren noch das Höchste von allem. Ja, das ist nicht mehr feierlich. Aber ich bin jetzt wieder an so einem Punkt, wo ich sagen muss, so, ach, vor allem, ich wollte ja den hier drücken. Du suchst bei Diablo Sachen. Das wird schon wieder. Und du kriegst die einfach nicht. Und du denkst dir dann so, heilige Scheiße. Es kotzt dich einfach nur noch an. Es kotzt dich einfach nur noch an. So, das ist schon der nächste Eierkopf. So, okay. So, wo müssen wir denn jetzt lang? Wir müssen erstmal wieder auf dem Weg zurück. Ja, Schlaf wird da überbewertet. Die Grinde. Oh, ich bin kein Freund von den Grinde. Das hat so lange Spaß gemacht, wie man irgendwie so ein. Heißt das Progress? Also, so, wenn man weiter Fortschritt hat, irgendwie, wisst ihr, so. Aber wenn du nur eine Sache suchst, zum Beispiel habe ich jetzt hier irgend so eine zerbrochene Krone, suche ich jetzt. Mit Sicherheit habe ich die auch schon gehabt, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich sie hatte, brauchte ich sie noch nicht. Du kannst ja nicht alles aufheben, was so irgendwie legendär oder sonst irgendwas ist. Das funktioniert ja nicht. Aber hör mal, du. Ist das da oben oder was? Sieht fast so aus. Verdammt, hier sind Leute. Da. Besser? Wo sind meine Maus schon wieder? Die ist weg. Hilfe. Mann, Omeda, können die nicht so eine 2-Meter-Maus machen hier? Was den ganzen. Nee, da ist jetzt so klein da und. Ich finde das lustig, wie, wenn du hier einen Skill hast, dass du da unterbrochen wirst. Was ist das für ein Blödsinn? Das macht ja keinen Sinn. Warte mal. So, wir gehen mal wieder auf die Straße. Wo müssen wir denn jetzt hin? Warte mal, wir müssen da lang. Denn da hinten irgendwo hin. So, dann watscheln wir mal hier rüber. Warte mal, hier geht's nicht hoch, oder?
Hier war irgendwie. So, wo ist der? Da hinten ist der. Hören die alle zusammen? Das wird schon wieder. Anstatt den hier vorne zu nehmen, ist er. So, der hat auch was bei. Okay. Die müssen wir, glaube ich, hier lang. Was ist denn das hier? Wissensobjekt. Ich glaube, das habe ich heute auch zum ersten Mal aufgenommen. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, das jemals jetzt hier sehen zu haben. Oder hier irgendwas aufgehoben zu haben. So, und damit hätten wir das alles angemacht. Jetzt müssen wir irgendwo hin. Oh, kommen wir hier durch? Ja, gerade so. Sehr gut. So. Das müsste helfen. Fremdling, Peftak Fra will mit euch sprechen. Die Ladungen sind detoniert. Voskar ist in Sicherheit. Die Gormax sind grausam. Ihr besitzt Stärke. Verlaufen alle eure Visionen so glatt? Das ist eine Verzögerung. Keine Niederlage. Kommt mit zum Gormakos-Lager. Es gibt viel zu bereden. Der Tolo sagt zu mir, kommt mit. Okay. War das hier? Wird schon richtig sein. Das wird schon richtig sein irgendwie. So. Oder? Nee, das ist ja falsch hier. Nee, doch, ist richtig. Warte mal. So ein bisschen. Oh, der Knütsch. Ach, der ist hier draußen irgendwo. Doch nicht richtig gewesen. Nee, komm hier nicht rüber. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Los, beweg dich! So. Voskar ist in Sicherheit. Ihr habt tapfer gekämpft. Wir haben die Kanone gesehen. Wir hätten zuerst zuschlagen sollen. Die Gormax sind kühn geworden. Jokal führt sie an. Es gibt kaum ein Problem, das nicht mit einem guten Blaster gelöst werden kann. Wir haben uns bemüht. Die Gormax waren wilde. Jetzt bauen sie Kanonen, Schiffe. Jokal gibt den Gormax eine Bestimmung. Sie werden stärker. Hat schon mal jemand versucht, mit Jokal zu reden? Die Gormax sind keine Voss. Sie verstehen nichts als Krieg. Alle Ressourcen der Gormax sind in die Kanone geflossen. Gormakos ist angreifbar. Wir müssen zuschlagen.
Raizar wird die Kommandosoldaten anführen. Ihr werdet die Gormax besiegen. Ihr macht einen ausreichend geschickten Eindruck. Das kriegen sicher alle heldenhaften Raumreisenden zu hören. Fremde beeindrucken mich selten. Jokal regiert von Gormakos aus. Ihre Stärksten halten Wache. Die Gormax haben eine starke Verteidigung. Die Kommandosoldaten werden euch einen Weg bahnen. Solange Jokal lebt, sind die Gormax unaufhaltsam. Er muss sterben. Das sollte ein Kinderspiel werden. Die Gormax haben viele getötet. Nehmt es nicht zu leicht. Die Kommandosoldaten schlagen zuerst zu. Folgt der Vision, Fremdling. Das ist unsere Chance. Zögert nicht. Geht nach Gormakos. Findet Jokal. Geht jetzt. Geht jetzt. Und in alle Ewigkeit. Wir müssen wieder runter. Natürlich müssen wir wieder runter. Wir sind ja gerade von da erst gekommen. Aber wir müssen trotzdem erst mal wieder runter. Den ganzen Weg wieder nach unten. Weil da unten nichts zum Porten ist. Es ist ein bisschen nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich meine, die haben ja das Spiel schon relativ vereinfacht, dass man hier von A nach B schnell reisen kann, mit den Taxis an jeden Stand kommen. Früher konntest du ja noch nicht mal sowas machen. Du musstest wirklich dorthin und dann diese Dinger hier, die sind dann abgeschlossen gewesen und du musstest dich da vorstellen oder da in die Nähe kommen, dass das dann freigeschalten wurde. Und erst wenn das freigeschalten ist, konntest du von einem anderen Taxistand dorthin reisen oder von dem Taxistand dann dahin reisen, wo du schon mal was aufgedeckt hast. Wie gesagt, heute kannst du ja da einfach hinpümmeln. Und dann war das ja auch so gewesen, dass viele Sachen dann auch unterwegs waren. Einige Sachen wurden jetzt schon in der Nähe von den Taxiständen und so platziert, weil du die Aufgaben einfach nicht mehr gefunden hast oder da nicht mehr hingekommen bist. Ah, das ist so eine Sache. Ich finde auch immer ein bisschen komisch, du kannst ja auch Erkundungssachen einschalten und dass du Erkundungsmissionen machen kannst und so. Star Wars ist meiner Meinung nach kein Erkundungsspiel, muss ich ganz ehrlich sagen, weil du hast einfach in dieser... Machen wir uns nicht vor, es ist eine tote Welt. Hier ist nichts los. Hier ist weit und breit. Du könntest auch hier in Australien sein. Hier ist der nächste Nachbar ist 5 Kilometer entfernt. Aber was ich damit sagen will, ist, es lohnt sich einfach nicht, mal abseits von den Wegen sich umzugucken. Ich meine, klar, die Aussicht genießen, ein bisschen Star Wars-Feeling ist allemal drin, gerade wenn man das Spiel das erste Mal spielt. Aber ansonsten, es lohnt sich einfach nicht, weil es gibt... Früher gab es mal noch irgendwo Truhen, wo du dann noch Credits drin hattest, was ja noch irgendwo Sinn gemacht hat. Aber wenn jetzt hier mal, sag mal, hier irgendwo in der Welt, in den Gegenden Truhen versteckt wären, wo du jetzt, sag mal, auch mal ein geiles Rüstungsteil finden könntest, weißt du, dann wäre das ja was ganz anderes. Aber ist ja nicht. Du findest hier einfach nichts. Und wenn du mal eine Truhe findest, dann hast du da irgendwelche Pisten, Handwerksmaterialien oder noch schlimmer, da ihre komischen Gefährtengeschenke. Oh. Macht keinen Sinn. Man rennt einfach nur noch. Ich finde es schade, weil das ist eine Star Wars-Welt. Eine verdammte Star Wars-Welt, die man einfach mal erkunden möchte, wisst ihr? Hier, die Kanone leuchtet immer noch. Ich dachte, die haben sie zerstört. Und das finde ich so ein bisschen schlimm. Einfach schlimm. Kann man nicht anders sagen. Schade. Sag mal so, schade. Ja, schade ist das richtige Wort. Wie dem auch sei. So, wir müssen hier rein. Mal gucken, wie. Am besten mit der Tür ins Haus. Da. Besser? Er lebt ja immer noch. So. Auch mit dem Loot. Du kriegst immer Loot, weißt du, was du nicht brauchst.
Warum ist der Loot nicht skaliert? Warum finde ich hier nicht Zeugs, was ich auch wirklich brauchen kann? Beziehungsweise, er ist ja skaliert. Ja, doch, ist skaliert, ne? Nee, er fordert Stufe 53. Weil wir hier Stufe 54 sind. Wir sind aber... Ach nee, wir sind... Nee, doch, ist skaliert. Alles klar, eigentlich gesagt. Aber... Ich hab Zeugs für Stufe 51 an. Das ist trotzdem besser. Warum geht denn das nie... Hä, wieso geht denn das nie weg? Tötet weg. Inventar. Jetzt geht das weg. Was ist das für eine Scheiße? Naja, wie auch immer. Ja. Ich sag mal, wenn man die Heldenmissionen macht, dann hat man ja auch irgendwo bessere Ausrüstung schon, wenn man blaue Zeugs anhat. Ja, weiß ich nicht. Ich sag mal so, wäre mehr drin hier in dem Spiel. Viel, viel mehr. Aber gut. Ist nur so schon so alt. Ich denke, dass sie da nicht irgendwie was neu erfinden werden. So, das hätten wir. Fremdling, euer Anblick ist mir willkommen. Ich habe mehrere Trupps hergeführt. Wir haben uns aufgeteilt, um mehr von dem Gebiet abzudecken. Die Gormax hatten uns erwartet. Wir gerieten in einen Hinterhalt. Amateure. Alles in Ordnung? Wir werden überleben. Aber unser Sieg ist nicht sichergestellt. Ein Trupp hat es weiter hineingeschafft. Sie meldeten Sicherheitsfelder. Waffen, Gormak fallen. Wir haben den Kontakt verloren. Die Gormaks haben eine starke Verteidigung. Solange sie bewaffnet sind, wird der Angriff schwer sein. Nicht einmal die geballte Technologie von Gormak Kos könnte mich aufhalten. Ihr kämpft nicht allein, Fremdling. Raidza, die Gormaks! Wir sind gefangen! Schickt Hilfe! Die Kommandosoldaten können sich nicht ohne Hilfe befreien. Doch sie kennen den Preis des Sieges. Wenn Jokal sterben soll, müsst ihr sofort zuschlagen. Ich werde die Voss nicht sterben lassen. Dann riskiert ihr eine Niederlage. Die Soldaten sind nicht weit weg von hier. Ich sage ihnen, dass Hilfe unterwegs ist. Wir werden den Angriff fortsetzen. Beeilt euch! Immer erstmal hier die Leute retten. Die können wir später vielleicht noch brauchen. Leute, die man rettet. Was wollte ich sagen? Leute, die man rettet, sind beim nächsten dann wieder top. Also die kann man dann wieder einsetzen. Das war ein bisschen doof. Na, warte mal, machen wir den erstmal hier. So, gut, alles klar. Wo ist denn hier? Da.
Ich hab die Mittel und den Mumm. Gut. So, wo sind denn meine Soldaten hier? Befreie die Soldaten, aber wo sind die? Ich sehe die nicht. So, wir sollen hier. Gut, das haben wir. Danke, Fremdling. Die Gormax wollten uns abschlachten. Reza hat Verstärkung angefordert. Wir werden weiterkämpfen. So, jetzt ist ja die Frage. Wir müssen da lang. Jetzt ist ja die Frage, hätten sie die jetzt abgeschlachtet? Oder ich meine, warum haben sie die nicht? Warum sperrt man erstmal welche ein, wenn man die sowieso dann umnietet. Wisst ihr, was ich meine? Und wo sind die anderen hin? Die sind ja ganz woanders lang gerannt. Wir rennen doch jetzt hier hin, wo wir hin müssen. Wie oft ich schon den Weg hier wieder zurückgerannt bin und dann hier vorstand und dachte so, nein. Und dann wieder zurück und wieder rennen. Rignoem dianzonchem visagore kilomba. Ihr wollt Voskar zerstören. Ihr seid die Korrumpierung. Tasei, kidigoanigoe vos. Don voftaroren kiotavoka. Ich habe viele große Krieger getötet. Ihr seid auch nicht anders als sie. La madang, korse jai toi toi vota, hat giom nie keta. Tinfu, vua kian cho anko, tu nin vi hayan vua. Ein pak kinoto min fu, dron chin trankan. Ziemlich einfach, Dinge zu sehen, die bereits geschehen sind. Reza, die Gormax-Verteidigungen sind zu stark. Wir können euch nicht erreichen. Wir müssen uns zurückziehen. Die Gormax sagten uns, was passieren würde. Es ist geschehen, wie er es gesehen hat. Nur ein Mystiker weiß, was kommt. Der Gormax sieht. Beenden wir diese langweilige Unterhaltung. Den Truog Shishivu Makum Kem Shibisa. Da. Besser? Se du vraktivisa la tamanyanyava ima, then foi vudagan achnan chok tontai, vebegor nesafun. La duzino futkom, nigo wabon gyaroi, kontasavo fatbankap. Was ist das dunkle Herz? Der alte Kern der Albtraumlande. Ein dunkler, gefährlicher Ort, den nur wenige überleben.
Die meisten werden wahnsinnig. Die Dunkelheit der Albtraumlande raubt einigen Mystikern den Verstand. Sie könnte einem Gormak die Gabe eines Mystikers geben. Wie viele Gormaks sind hineingegangen? Dort könnten noch andere sein. Gormak-Mystiker! Unmöglich. Jokal ist kein Mystiker. Wir werden nicht zuhören. Ich habe recht, und das wissen wir beide. Die Kommandos haben sich gemeldet, wie Jokal es vorausgesagt hat. Er hat die Zukunft gesehen. Das kann nicht geleugnet werden. Wir sind keine Deuter. Die Visionen des Gormaks müssen beurteilt werden. Ihr wollt einen Gormak unter die Voss stellen? Zeigen, dass die Mystiker ihre Kräfte mit dem Feind gemeinsam haben? Nein. Jokal würde Voska ins Chaos stürzen. Erledigt ihn, Fremdling. Oh, mach's halt nicht selber, du Lumpen, du. Wir müssen um jeden Preis mehr über Jokals Visionen erfahren. Ihr habt Glück, dass die Mystiker gesehen haben, was ihr wert seid. Die drei werden über unseren nächsten Schritt entscheiden. Sprecht mit Laren Kai in Voska. Ich werde Peftak Fra von unserem Sieg berichten. Lebt wohl. Die nehmen alles so hin, wie wir das entscheiden, weil die kennen, keine Ahnung, die haben ja nur was waget, weißt du? Mehr haben sie ja nicht. Wo müssen wir denn jetzt hin? Hier ist doch noch irgendwas. Hier ist doch noch eine Aufgabe. Primärziel. Sprich mit Laren Kai. Na, dann wollen wir da mal hin, wa? Gucken wir mal. Kicken wir mal. Was die mit da? Was die mit da? Wie spät haben wir? 32? Ich weiß jetzt nicht, wie lange das jetzt hier noch geht. Wisst ihr was? Ich mache an der Stelle erstmal Schluss und dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, haltet die Ohren steif und tüdelü.